Glück im Unglück, oder sagen wir es mal so, es hat sich folgende Situation ergeben. Ich habe jetzt die erste Timelapse gemacht mit der Kamera und zwar ist folgendes passiert. Hinter mir seht ihr, so raus aus der Sonne, hinter mir seht ihr den Campingwagen oder den Campingstellplatz von meinen Eltern und vor ein, zwei Wochen ist ein Wasserschaden entstanden. Oben, ich hoffe, ich zeige es richtig, auf dem Dach war ursprünglich eine Plane. Diese Plane wurde von irgendwelchen Nagetieren durchgebissen. Und bei den letzten Regenfällen in den letzten Wochen hat sich da ja ein riesen Wasserschaden ereignet. Ich zeige euch das mal. Kleine Katastrophe. Und deswegen hat mein Vater vor ein paar Tagen angefangen, das Dach aus USB-Platten zu machen. Ich zeige euch das. Ich hoffe, ihr werdet das gut sehen können. Vorher war das eine Plane mit einer Unterkonstruktion aus Dachlatten. Und jetzt ist es ein richtiges Dach aus USB-Platten. Und obendrauf kommt da jetzt eine Plane. Und jetzt komme ich ins Spiel mit der Kamera. Und zwar werde ich jetzt diesen schönen Magnetanhänger anziehen und mal schauen, wie sich die Arbeit damit so gestalten wird. Bleibt dran. So, der Magnetanhänger ist jetzt dran. Schick, oder? Da kommt jetzt richtig rum die Kamera drauf. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das Ganze jetzt bei der Arbeit so verhalten wird. Aus der First-Person-View-Perspektive. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aha. Okay. So, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt das Dach aus USB-Platten, 18 mm. Für die Fachleute unter euch, ich hoffe, es reicht. Uns hat es auf jeden Fall getragen, 18 mm stark. Und dann kommt jetzt die Plane oben drüber. Die wird mit Spenglerschrauben befestigt. Neue Plane liegt oben drauf. Die haben wir jetzt hier ausgelegt. Und da wir hier so ein leichtes Gefälle haben, kommt die andere Plane. Tu es, Matt. Siehst du? Ja. Tu es, Matt. Ja. Nie. To jest mat. To musi być pod spód, a to jest glatt. So, und weil wir hier jetzt ein Gefälle haben, legen wir die andere Plane hier oben drüber, damit kein Regen mehr reinkommt auf die neue Plane. So, schicki schicki. Bewegt mich wieder nach unten. Das ist auf jeden Fall ein Video von meinem Ex-Sicherheitstechnikstudium, das ich sage und schreibe zwei Semester lang überlebt habe. Das wäre auf jeden Fall so ein Video oder so ein beispielhaftes Video für den Arbeitsschutz, wie man es nicht macht. Ich hoffe, ich komme hier lebend runter. Zu nah an den Rand habe ich auch irgendwie nicht. Leben in der Lage. Uiuiui. Jetzt teste ich das Charge Case. Also das Ladecase, der Go-To. Und wie ihr sehen könnt, ich hasse es in der Sonne oder gegen die Sonne zu filmen, aber hier ist absolut kein Schattenplatz. Deswegen probiere ich es jetzt einfach so. Und ja, es funktioniert. Ich sehe mich vernünftig in der App. So sieht das Ganze aus. Ich kann das auch, glaube ich, Querformat halten. Nee, kann ich nicht. Bisher bin ich von diesem Ding sehr angetan. So, wir schrauben jetzt die Spenglerschrauben in die Plane rein und das ist ein Fall für den Clip, den ich jetzt an meine Cappy befestige, hoffentlich. Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr hört mich. Cappy ist jetzt mit der Kamera bestückt und wie ihr seht, ist das eine coole Perspektive. Wir sind gerade dabei, die Spenglerschrauben zu versenken. Ich hoffe, ich kriege das auf das Kamerabild drauf. So, alle guten Dinge sind drei. Ja, in dem Fall sind es drei.
weil ein Zubehörteil habe ich noch nicht getestet. Das ist dieses Teil hier mit Kordel und diesem Klebepad. Hier, seht ihr das? Da werde ich jetzt auch nochmal testen, ob das auch an Holz klebt und auch noch dran bleibt. Viel Akkuzeit habe ich nicht, deswegen muss ich mich beeilen. Und ja, das werden auf jeden Fall die letzten Minuten des Videos jetzt sein oder die letzten Sekunden. Wir werden sehen. So, die Platten werden jetzt eingelagert. Vorerst. Fertig. Die letzten Platten werden eingelagert, wie gerade besprochen. Dann hoffe ich auch, dass es mit einmal abwaschen getan ist. Cool oder cool? Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück und habe erste Erfahrungen mit der Insta360 Go 2 gesammelt. Alter Verwalter, ich liebe diese Kamera. Und ich muss euch echt sagen, das ist der heilige Gral unter den Vlog- oder Vlogging-Werkzeugen schlechthin. Ich bin überhaupt kein Mensch von Bauchtaschen, ne? Aber seitdem ich immer mehr kleine Gimmicks mit mir herumschleppe, brauche ich tatsächlich eine. Ich muss auf jeden Fall noch immer noch 10 Kilo abnehmen. Dann sieht das nicht ganz so unförmig mit der Bauchtasche aus. Aber nichtsdestotrotz, oh, dieses Wort, nichtsdestotrotz, ich habe es in letzter Zeit ziemlich oft verwendet, oder? Egal, zählt mal mit. Nichtsdestotrotz, ich muss diese Tasche mit mir mitschleppen, weil ich habe jetzt hier meine Insta360 Go 2 immer dabei. Ey, das ist jetzt auf jeden Fall mein immer dabei Werkzeug. Ich lieb's. Dann hier das ganze Zubehör, was noch dazu gehört. Und last but not least, das sage ich auch noch zu oft, oder? Last but not least, habe ich hier immer noch meine Sony RX 100 Mark 7 dabei. Ich verlinke euch mal dazu ein Video. Die hat echt gute Tonaufnahmen gemacht und gute Videoaufnahmen. Wobei hier bei dem letzten Video, wo es darum geht, joggen und fotografieren, da hat der Weißabgleich ein bisschen rumgesponnen. Habe aber im Nachgang gesehen, dass der Weißabgleich auf Automatik eingestellt war. Und da wir einen bewölkten Himmel im Wald hatten, hatte ich in der Aufnahme mal einen warmen Weißabgleich und mal einen kühlen Weißabgleich. Aber sonst hat das Ding eigentlich eine gute Arbeit geleistet, oder? Was würdet ihr sagen, wenn ihr euch das Video nochmal anschaut? Hm? Auf jeden Fall ist das immer an Bord bei mir jetzt. Und mein Osmo Pocket 2 mit dem dazugehörigen DJI Mic. Beziehungsweise mit dem Osmo Pocket Mic. Und dem Bluetooth-Handle natürlich. Das ist jetzt eigentlich immer mein immer dabei Werkzeug. Aber das hier, Leute, das ist Next Level. Das ist auf jeden Fall Next Level. Ich war ja damit auf der Baustelle. Und da habe ich gedacht, probier es mal aus, wie das Ganze funktioniert. Und dementsprechend seht ihr auch im Video, das blende ich euch ein, habe ich zum einen natürlich Charging Case genutzt, dann aber auch dieses Pivot-Gedöns, also dieses Klebeding. Kann man ja überall draufkleben und dann wieder abwaschen. Habe ich auch ausgetestet. Und dann diesen Clip für die Cappy. Hat auch wunderbar funktioniert und das funktioniert auch mit schiefen Cappies, wenn man im Pro-Modus filmt. Denn im Pro-Modus nimmt die Kamera immer gerade auf, egal wie schief sie gerade steht, also wie schief der Horizont ist. Und ah, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen. Moment, Moment. Da ist ja noch was in der Tasche. Tada, der Magnetanhänger. Das kann man schön unter das T-Shirt packen. Kamera hier drauf, zack, fertig. Ist das geil. Ich sag's euch, ich bin auf jeden Fall begeistert. Auch wenn wir hier nur mit 2K aufnehmen können. Dennoch finde ich es Magic, wo ich die Kamera überall hinpacken kann.
Das ist auf jeden Fall Next Level. Das ist jetzt keine Fummelei mehr, wie mit dieser Kamera irgendwo auf den Baumstamm setzen oder auf diesen fetten Selfie-Stick. Genauso wie mit meinem Handy. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich werde weiterhin bei größeren Touren meinen großen Atomtech Selfie-Stick mit dabei haben. Verlinke ich euch hier oben nochmal zum Video, wo ihr euch nochmal den Stick anschauen könnt. Auf jeden Fall werde ich trotzdem noch meine Sony mit dabei haben, zur Sicherheit, für coolere Fotos. Es hat ja immerhin 24 oder 22 Megapixel. Ich habe es schon wieder vergessen, vor lauter Technikkram. Eigentlich habe ich schon ein Fazit gemacht. Das ist ja jetzt Fazit Part 2 quasi. Weil einige Dinge haben mich doch ein bisschen weil sie sich irgendwie anders darstellten als in der Artikelbeschreibung. Ich habe hier noch die InstaGo 2 erste Version. Die zweite Version hat ja 64 GB. Die erste Version der Go 2 hat 32 GB internen Speicher. Man kann auch nicht aufrüsten. Das Problem bei diesen 32 GB Speicher ist, dass man einfach mal ausgelassen hat, dass die Betriebssoftware oder die interne Software, die da noch drauf ist, um die Kamera ja, zum Leben zu bringen, mal eben knappe 5 GB gefressen hat von diesen 32 GB. Das heißt, rein technisch gesehen oder schwarz auf weiß hat diese Kamera keine 32 GB Speicher für mich und für meine kreative Arbeit übrig, sondern nur 27 GB. So viel erstmal dazu. Und das andere Problem, was mir auch aufgefallen ist im Nachgang, nachdem ich mein Footage von der Cam auf meinen iMac Pro packen wollte, ist, der Flaschenhals bei dieser ganzen Geschichte ist die Software. Die Software ist geil, nichts gegen die Software an sich, aber das Übertragen der Daten ist auf jeden Fall ein Krampf. Ich zeige euch mal und blende euch mal das Ergebnis hier ein, damit ihr seht, worum es eigentlich geht. Ich habe voller Vorfreude das USB-C-Kabel an die kleine InstaGo 2 angeschlossen, sowie an meinen iMac. Und voller Happiness und Vorfreude auf das Material, das ich da gemacht habe, lade ich das Zeug auf meinen Rechner und stelle fest, yo, what the f***? Ist das euer Ernst? Das Footage, also die Videoaufnahmen, waren hässlich. Dann habe ich das reingezoomt, also auf Vollbildmodus gemacht. Das seht ihr hier auch. Und dann sehe ich, jo, das ist eine Katastrophe. Alles pixelig, kriselig, unscharf. Ich denke mir so, ernsthaft? Also das ist der Lohn dafür, dass ich so eine kleine Cam nutze. So schlechtes Footage. Aber jetzt kommt das Geheimnis oder der Trick dabei ist, ihr müsst das Case mit der Kamera mit eurem Handy verbinden und dann in der Software in das Album gehen. Das blende ich euch auch jetzt ein. Dann wählt euch das Foto oder das Video oder die Timelapse oder die Timeshift-Aufnahme, was auch immer, aus. Und dann könnt ihr festlegen, das ist aber immerhin cool, das muss man schon sagen, auch wenn es tierisch nervt, könnt ihr vorab auswählen, ob ihr in Full HD das Ganze exportieren möchtet, in 2K exportieren möchtet und welche Bitrate das Ganze haben soll. Ich glaube 30, 50, 80, 100 und 200. Ich glaube bis zu 200 geht es. Und dann könnt ihr natürlich auswählen, wie viel Frames per Second ihr das Material auch exportieren wollt. Da ist, glaube ich, auch zur Auswahl 24, 25, 30, 50 und 100, so viel ich weiß. Blende ich euch aber auch alles jetzt hier im Video direkt ein und dann könnt ihr exportieren. Obacht, dass ihr in den Einstellungen auswählt, nicht mit Insta-Logo auswählen, weil da habe ich nämlich den Fehler gemacht, dass ich das nicht nachgeschaut habe. Und jetzt sind viele meiner Videoclips mit dem Insta360 Go 2 Logo drauf, unten rechts. Ist jetzt nicht so tragisch. Hier ging es jetzt nicht um irgendwelche Kundenaufträge, wobei ich gar nicht weiß, ob ich da jetzt Kundenaufträge mitmachen würde. Das ist aber bestimmt spannend, wobei die Qualität ist nicht eigentlich dafür gedacht. Ist eher so eine Social-Media-Ding oder halt Vlogging-Style-Ding. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, das hat schon tierisch genervt, aber auf der anderen Seite war es spannend. Es dauert aber länger. Also ihr müsst mehr Zeit in der Post einplanen, nur um eure Dateien alleine zu exportieren. Könnte man vielleicht ein bisschen besser lösen. Wäre natürlich viel nicer. Nicer? Gibt es überhaupt das Wort? Nicer, dicer. Doch, das gibt es bestimmt. Wäre cool gewesen mit Drag and Drop, oder? So einfach
rüber, zack, fertig. Nö, man muss das alles über halt die App machen. Und das Problem ist bei mir halt, mein iPhone XS Max ist schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube 4 Jahre mittlerweile. Und dementsprechend sind die 256 GB alleine aufgrund Call of Duty Mobile gut ausgereizt. Contact with enemy. We lost the lead. Target's in sight. Enemy taking Bravo. Enemy contact. Contact with enemy. Eigentlich habe ich auch keine Zeit zum Spielen, aber immer so zwischen den Rendering-Zeiten oder wenn etwas mal länger braucht zu laden, spiele ich eine Runde Call of Duty Mobile und versuche mich abzulenken von meinem Shit. Auf jeden Fall, das waren meine letzten Worte zum Sonntag bzw. zu der Insta360 Go 2. Um euch nochmal auf den Punkt zu bringen, dass diese Kamera es auf jeden Fall wert ist. Nichtsdestotrotz, hey, da warst du wieder. Nichtsdestotrotz, das soll es jetzt für mich gewesen sein. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich würde mich sehr über ein Like freuen. Noch mehr würde ich mich über ein Abo freuen und ein bisschen Feedback, konstruktives Feedback sehr gerne, positives Feedback noch viel lieber. Aber nur mit konstruktivem Feedback kann man oder kann ich arbeiten und vielleicht noch dazulernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.